Hallo Mädels, ich bin's Linda. Ich sag's erstmal Mädels, weil heute geht's darum, ich wollte euch ein paar Sachen zeigen. Also Reinigungscreme und Reinigungsmilch, die ich gerade jetzt im Winter, wo es sehr kalt ist, habe ich immer hatte ich. Jetzt habe ich Gott sei Dank nicht, hatte ich immer sehr trockene Haut. Manchmal am Anfang hat man natürlich. Aber wenn man dann eine Woche dann die Haut reinigt, merkt man einfach, dass der Haut wieder regeneriert. Ich kann das nicht so gut aussprechen. Ja, regeneriert. Ich habe es ja oft versucht. Also ich bin seit knapp 14 Jahren in Deutschland und am Anfang hatte ich das ja für Probleme, dass wenn es kalt geworden ist. Also im Sommer habe ich null Probleme. Und ich wusste überhaupt nicht, was Sache ist. Ich habe gemerkt, wenn man sich pudert, dass meine Haut immer Flecken hat, gerade hier oben oder hier, dass meine Haut sogar rausgekommen ist. Jetzt ist Winter, sieht man gar nicht. Ja? Ja, vorher, wenn ich so gepudert hätte, hätte man wirklich so einen Fleck, gerade so wie so rundrum, fast wie Sonnenbrand. Sah das aus, aber war im Winter und ich habe gedacht, ja, meine Haut ist so kaputt. Ich habe versucht, immer so wegzuschmieren, richtig dicke Puder und meine Haut ist noch schlimmer geworden. Manchmal hatte ich sogar mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Peelings versucht. Hat meine Haut total gerissen jetzt. Also ich habe immer gedacht, okay, das hat nicht funktioniert, ich versuche ein anderes Peeling. Aber hat es nicht funktioniert und auf Dauer wird es einfach nur schlimmer. Also von meinem Hautarzt, mir wurde gesagt, ja, Sie haben trockene Haut, einfach nur Creme nehmen. Ich habe Creme genommen, wenn ich drauf hatte, hatte ich natürlich nichts. Aber wenn ich gewaschen habe und dann gepudert, hatte ich genauso wie vorher, das ist doch sogar schlimmer geworden. Und jetzt zeige ich euch meine Zaubercreme. Ich habe es ja auch drum experimentiert. Also ich benutze kein Besuch. Nicht unbedingt irgendeine besondere Creme, sondern ich habe mehrere Cremes. Zum Beispiel habe ich das, ist vom Real. Zu viel Licht? Okay, das ist vom Real. Das hat irgendwie so Vital und das heißt Waschemulsion. Waschemulsion mit Seidenproteinen. Das nehme ich oft als Abend. Ich mache einfach so, wenn ich jetzt geduscht habe und mache mich fertig fürs Bett, nehme ich so eine Creme, schmiere ich im Gesicht, natürlich nachdem ich meine Make-up abgemacht habe. Ich nehme Lippenstift, Augen, Kajalstift, schmiere ich ein bisschen rundum, dass das ein bisschen so schön rüberkommt. Also nur ein bisschen schmieren und läuft gänzlich mal nicht. Aber ich benutze auch für mein Gesicht Babypuder. Also ich habe immer Babypuder genommen, ich weiß nicht warum, aber zwischen Pubertät war, habe ich einfach immer nur, in Kenia nimmt man dann Babypuder einfach erstmal fürs Anfang und dann, wenn man erwachsen ist, man ist das Familienhaus rausgeht, dann nehmen viele dann versuchen, kaufen Leute andere Sachen und probieren. Aber ich habe mit Babypuder, hat mir immer gut getan und bis jetzt, mit 30, aber Mitte 30, nicht Mitte 30, Mitte 30 habe ich trotzdem immer noch. Ich finde das immer noch gut und ich meine, was gut für Kinder ist, kann nur besser für Erwachsene sein. Für Erwachsene. Und jetzt zeige ich euch. Das ist von Elkos, habe ich von Edeka gekauft. Das ist Reinigungsmilch. Der enthält Provitamin B5. Was steht dran? Reinigt die Haut sanft und gründlich. Also das nehme ich oft das tagsüber. Wenn ich zum Beispiel jetzt Mittag, ja genau, kurz vor Mittag, und das konnte ich dann schmieren und dann nach 5 Minuten wasche ich mit lauwarmes Wasser, also oft das erstmal am Anfang. Wenn man das auf dem Haut hat, bei mir zumindest, merkt man, dass ein bisschen piekst. Nicht aggressiv, sondern man merkt schon, dass das ein bisschen die Haut reingeht. Und dann nehme ich mal lauwarmes Wasser in eine Schüssel oder ich mache das einfach im Waschbecken, lauwarmes Wasser. Erstmal mit der Hand. Also ich habe gelernt, mit der Haut ist nicht zu spaßen. Früher hatte ich immer so richtig Waschlappen so gekratzt und ich hatte immer was im Gesicht. Und ich habe gelernt, einfach
nehme ich einfach warmes Wasser. Das dauert natürlich, bis die ganze Creme vom Haut ab ist, weil wenn man halt mit Hand macht, dann nimmt man dann nochmal, aber mit Tuch schmiert man das schneller weg. Ja, ich nehme ja 10 Minuten vor mein Gesicht, ist ja keine Zeit, ne? Aber dafür hat man dann vernünftige Haut. Dann schmiere ich mit lauwarmes Wasser, 1, 2, 3 Mal, dann nochmal sauberes Wasser ab. Dann nehme ich zum Beispiel, dann nehme ich ein Handtuch, also Waschlappen, dann nochmal in fast warmes Wasser, also nicht lauwarm, sondern ein bisschen warmes Wasser, tupft man das, glaube ich, so wie beim Fleisch, wenn man Fett abmachen will, ja, tupft oder Blut oder Wasser, tupft man das und dann macht man einfach nur so auf dem Haut. Also nicht so, sondern ich habe gelernt, einfach ein bisschen meine Haut, schon gerade mein Gesicht, nehme ich dann in dem Wasser ein bisschen wegdrücken, also nicht ganz trocken, dann tropft man, dass das nochmal reingeht. Dann macht man ganz trocken das Tuch, nimmt man nochmal und tupft. Also ich trockne jetzt mein Gesicht grundsätzlich nicht so, wie man auf dem Körper so rubert, sondern ich mache einfach im Wasser, in warmes Wasser, erstmal lauwarm. Und dann macht man Saft, das Abschrecken hilft das beim Gesicht, damit man nicht so viel Falten kriegt. Ja, später kann ich ja Falten kriegen, ist sowieso gut so, dass man das kriegt, aber ich meine, jetzt erstmal macht man einfach so, das soll man erstmal kalt waschen, das mache ich wenigstens einmal in der Woche, wenn ich nicht vergesse, mache ich einmal das Gesicht beim Duschen eiskalt und dann warmes Wasser. Das ist ein Trick, das soll helfen, dass man keine Falten, oder das ist gut fürs Haut, wenn es sehr von extremer Temperatur zu kalt. Mir hat es geholfen, zumindest. Merke ich, solange wie man sowas probiert und merkt, dass das die Haut gut tut, soll man ja machen. Deswegen experimentieren wir. Ja, wie gesagt, das mache ich oft das tagsüber. Einfach so und dann nach 5 bis 10 Minuten mache ich das mit dem Wasser nur mit der Hand wegwischen. Wegwaschen und dann nochmal, zweimal, dreimal und dann das mit dem Tuch, einmal so, dann topfen, dann weg. Okay, das war das. Das nehme ich egal wann. Das ist von welcher Laden habe ich das gekauft? Also ich kaufe oft das von Real, weil ich da immer Fleisch hole. Sehr frisch. Und von Edeka kaufe ich auch, weil da hole ich mir immer meine Mangosaft, meine Guavensaft. Ja, sehr leckere Mango und Guavensaft. Kaufe ich dann immer von Edeka ein paar Zeug, zum Beispiel das von Edeka. Das ist vom Real nochmal. Dieses Creme, der ist ja sehr gut. Das ist vom Real. Das ist vom Edeka, das mit Ecos. Der ist auch sehr, sehr günstig. Ich denke, er hat zwischen knapp 4 Euro. Hoffe ich, dass es so. Ich gebe sonst, ja, ich gebe ja nicht mehr. Ich gebe nicht mehr als 5 Euro für solche Sachen. Und das weiß ich nicht mehr, wo ich gekauft habe. Das muss eigentlich vom Rossmann. Konnte sein. Weil ich kaufe von Rossmann. Ich suche immer jetzt Sachen mit Vitamin B5. Habe ich gemerkt, dass das für meine Haut gut ist. Ich habe unterschiedliche Sachen probiert und jetzt habe ich gemerkt, dass die Sache mit Vitamin B5, das hat Vitamin B5 und Mandelöl und Hamamelis, weiß ich nicht, was das ist. Steht mit Mandelöl, Hamamelis und Provitamin B5. Also das hat Vitamin B5 und das spendet Feuchtigkeit. Ich glaube das, weil ich merke einfach, dass jetzt meine Haut viel besser geworden ist. Immer bei allem eigentlich 5 bis 10 Minuten, dann lauwarmes Wasser und dann nochmal fast warmes Wasser. Und das ja vom Edeka, ich weiß, das hat auch Vitamin B5, Provitamin B5, die reinigt die Haut sanft und grünlich. Der hat mit reichhaltigem Avocadoöl und hautberuhigendem Allantoin, okay? Ich glaube schon. Aber das mit Vitamin B5, das hilft wirklich. Und das ist Reinigungslotion mit Provitamin B5 wieder. Und das ist reinigt sanft und schonend. Das ist für jede Hauttyp.
Ja, und das ist auch für jede Hauttyp. Das ist vom Schlecker. Wenn sie noch bei euch noch, wenn ihr noch bei euch Schlecker habt, das ist einfach so ein Kehr und das hat pro Vitamin B3, das Vitamin B3, also Vitamin B soll ja gut bestimmt für die Haut. Ich weiß nicht, ob alles das hat, aber ich habe gemerkt von allem, was ich probiert habe, ich habe jetzt nur noch die Sachen hier. Also das hier mit Seidenproteinen, das ist auch sehr, sehr, sehr gut. Das ist, was ich nehme für meine Haut. Also wenn ihr wirklich Problem habt mit Peeling, also ich habe geschworen, nie wieder Peeling auf mein Gesicht zu machen, weil jedes Mal, ich hatte sogar manchmal so dicke Picke gekriegt, manchmal so eine und war wie Beule und war total unangenehm, weil ich habe gemacht und dann irgendwie hat es, wenn man sieht noch, aber es ist lange her, aber ich habe einfach diese Folge noch zu so tragen, dass ich Peeling hatte und meine Haut ist sogar hell geworden. Das muss Chemie drin sein, also ich will ja nichts, was Chemikalien enthält. Und ich weiß von welchen Afrikaner, die ihre Haut hell machen, dass man Creme nimmt, schmiert und das macht dann unsere, die schwarze Haut ab, dann wird man hell. Und von sowas zum Reinigen erwarte ich ja nicht, dass meine Haut anders wird, weil ich nehme das ja vor Gesicht und nicht vor den ganzen Körper. Und wenn ich das im Gesicht nehme und morgen bin ich nur im Gesicht, das war nicht schön. Und ich habe wirklich unterschiedliche Peeling probiert und das war immer der Fall, dass ich hier was hatte, mehr. Also ich hatte diese kaputte Haut dann nicht, aber dafür hatte ich meine Haut weg, mein Farbe war weg. Okay, dann noch was. Das ist von Vileda. Ich weiß ganz ehrlich nicht mehr, wo ich das gekauft habe, weil ich immer kaufe, wenn ich einmal was gut fand, wenn ich jetzt einkaufen gehe, hole ich mir nochmal. Wenn ich nächstes Mal spazieren gehe und ich finde sowas, kaufe ich einfach, wenn es günstig ist, gerade wenn es Angebot ist, bei Schlecker und Rossmann ist oft das für sowas Angebot. Real ist leider ein bisschen teuer, deswegen sind alle anderen von anderen Läden außer das hier. Sonst die anderen hole ich mir mal bei Schlecker, bei DM, wenn die an sehr, sehr oft Schlecker und Rossmann haben Angebote für Reinigungsmittel. Und das ist Hautcreme für trocken und raue Haut. Und das ist heilpflanzlich. Das heilpflanzen. Und der ist richtig dick. Man merkt das und das nehme ich auch das Wochenende, wenn ich keine Termine habe und nirgendwo gehen muss. Das ist richtig dick. Ich mache einfach jetzt auf mein Haar ein bisschen. Man merkt, wie dick das ist. Das riecht ein bisschen was. Okay, ist auch pflanzlich. Aber ich nehme auch manchmal von meiner Hand. Okay, wenn man Wochenende sich nicht schminken will oder Puder nehmen will, kann man das nehmen. Man merkt wirklich vom Haut, dass meine Haut sehr weich ist. Für die trockene Haut würde ich auf jeden Fall das nehmen. Das nehme ich auch. Und dann lasse ich einfach ran, bis ich abends ins Bett gehen will oder so, dann wasche ich weg. Oder manchmal ist auch schon gesaugt in der Haut, wenn es sehr trocken ist. Man merkt das einfach, ist wie Babycreme von Pinaten oder so. Das ist wirklich sehr, sehr weich, aber ich kann nur empfehlen, dass man ab und zu mal das hier, gerade hier ist immer sehr trocken oder hier oben, nehmt einfach ein bisschen von dem Creme, schmiert hier oben und ich wünsche euch viel Spaß. Nächstes Mal erzähle ich noch ein bisschen, was ich sowas rausgefunden habe. Viel Spaß, falls ihr sowas wollt. Bis dann, ne? Ciao.